gerade auf den Plan geschaut. Eine Woche Urlaub habe ich noch. Woo! So, ja, da haben wir wieder Ton. Und Musik lief auch. Immer Angst, dass so ein Deckel auffliegt und ich mir alles einsaue. Alles. Dann verklage ich die Firma, weil dann hier alles kaputt ist. Und muss ich mir alles neu kaufen. Dieser Pubertätsding ist immer noch nicht weg. Der ist da seit 2 Monaten. So, wir gehen jetzt wieder sterben, nachdem wir eben sehr viel Survival gemacht haben. Das waren noch Zeiten. Im Hindernisparcours. Ja, da kommt mit Kommentator Lost. Hat mich kaum aus dem Konzept gebracht. Hätte ich einfach nicht zuhören sollen, dann wäre ich auch nicht runtergefallen. 100 Pro. Wahrscheinlich wäre ich doch runtergefallen. Aber jetzt kann ich die Schulter mal wegschieben. Rastplatz. Das waren noch Zeiten. Ja, ist aber auch still aktuell, was so die Events angeht. Wetterbericht nächste Woche Mittwoch. Alles am Arsch natürlich. Aber der Wetterbericht verschiebt sich ja eh Tag für Tag. YouTube Shorts. Bei dem Spiel kann man immer so schlecht raustappen. Kletterthof wie ein absoluter Hosenloser. Natürlich der Widerstand hier weitaus geringer als bei allen mit Hosen. Sie wissen natürlich, ne, dass die heutigen Jeans auch nicht mehr aus dem gebaut sind, was sie damals waren. Wenn sie sich an speziellen Marken orientieren, wie zum Beispiel Wrangler oder so, hier damals den ersten und den zweiten Weltkrieg aus, doch heutzutage alles nur noch Asia-Scheiß. Der Hosenlose Mann versucht tatsächlich, dass er hier an der Leiter drüben mit dem entsprechenden Crouch-Jump im richtigen Moment zu machen. Und das schafft er! Das schafft er! Wahnsinn, was der Hosenlose Mann hier vollbringt. Springt runter in die Fallen rein, juckt's nicht, weil er keine Hosen anhat. Er hat so große Balls, was ich von hier beobachte. Kann. Der gibt einfach einen absoluten darauf, was andere von ihm halten. Doch jetzt gibt er den Löffel ab, im wahrsten Sinne des Wortes, was eine medizinische Spritze ist, und liegt hier drin. Wie eine Frau in Lieberingstraßen in Amsterdam. Der hosenlose Mann, das muss helfen. Kann mir jemand den hosenlosen Mann helfen, bitte? Er hat rufen. Kann mir jemand den hosenlosen Mann helfen, bitte? Mein Controller funktioniert schon wieder nicht. Ah, doch. Stimmt, wir sind im neuen Gebiet krepiert. Wir sind auf der Müllhalde. Wir haben diese Müllhalde schon ein Stückchen erkundet. Wir sind nach wenigen Schritten das erste Mal krepiert. Also beim ersten Mal nicht, sondern erst beim zweiten Mal, weil hier wieder so ein verfickter Ofen immer wieder respawnt.
Aber wir haben ihn gnadenlos. Cool, das mit den Haaren ist. Ins Jenseits gestampft. schlimmer Anfang wieder. Aber okay, beim letzten Mal sind wir da vorne an der Ecke gestorben. Weil ich unvorsichtig war. Glaube ich. Das ist direkt wieder ein ganz anderes Spielerlebnis, nachdem eben. Mhm. Da vorne ist mein Ergo und da vorne ist ein Dude. Und da vorne ist ein explosives Fass. Das ist halt alles keine gute Kombination hier vorne. Fast wieder in die Hose. Wieso haben wir das beim ersten Mal diese Ecke so bravourös bestanden und ich seitdem jedes Mal so verschissen an der Stelle? Sogar so sehr, dass wir hier gestorben sind. Aber ich hoffe zumindest, der Clown ist jetzt weg. Au, fuck! Was bedeutet uns Suicide Hunt? Es läuft schon wieder nicht gut. Hey bitte, der Clown darf nicht da sein. Einfach nie sein da. Okay, die große Feuerkugel ist nicht mehr da und der Clown auch nicht. So, und irgendwas hat mir hier im Fußboden Schaden. Ah, guck mal, da ist eine Bärenfalle. Echt ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm hier. Aber wir müssen hier nie wieder auf die Ecke. Wir haben den Loot. Wir haben den Loot. Nicht irgendwo in Fallen laufen. So, weiter waren wir hier, glaube ich, auch noch. Ne, da drüben waren wir noch nicht. Ich habe das unwohlig malmige Gefühl, dass die Brücke defekt ist. Hatte gar kein guter Lauf. Sag ich doch. Ich habe die Schwingung der Treppe gespürt. Was bist du denn für einer schon wieder? Okay, du hast kein Schießgerät. Schlaf gut. Ach, da ist schon wieder ein Ofen, ey.
Ja, auf jeden Fall keine Heilung mehr. Die Frage ist, ob unten beim Ofen ein Shortcut ist. Oder ob das hier einer ist. Sorry, Puppen. Das ist einer. Da unten ist nämlich der Stargazer. Wie sind wir rausgekommen? Those damn alchemists. Ah, that's... The terms of the bargain. Almost intolerable. Well, it's not like I care about those hotel people anyway. But there are limits. What? How do you do? It's quite odd that we should meet in a place like this. Oh, don't pretend surprised that I got here before you. After all, I can elude the darkest monsters, the loftiest beings. In fairness, I do benefit from your prowess as well. I shall tell you something, since we're nearly peers. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. It behaves like a crow, gathering shiny things. I have absconded with treasures from its lair. Rare parts and weapons worthy of a hero. That catch your interest? If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Das sieht ja cool aus. Gefrorenes Festmahl. Erhöht bei erfolgreichem Angriff vorübergehend den physischen Schaden. Aha. Cool. Eugenes Handschuhe. Ach so, ja. What's this? A gift for a rescuer. From a technician girl. I don't remember. I've saved so many of the common people. Anyway. Thank her, I suppose. Oh. Oh dear. These gloves are a mess. They don't even fit. Is this a practical joke? My God, I never did like that girl. She's just like him. Oh. Never mind. I thought you had better taste than this. How disappointing. Get these rags out of my sight. You're a worthy hunter, and it... Okay, wir gucken uns aber zu Ende erstmal den Turm an, bevor wir hier irgendwie weitergehen. Ja, der Effekt klingt an sich erstmal ganz nice. So, ich kann glaube ich auch wieder eins meiner Amulette wechseln, oder? Hier das Haltbarkeitsding. Wir kämpfen ja wieder gegen Puppen. Gucken wir nochmal, was wir hier oben finden. Bevor wir uns unten mit dem Ofen wieder anlegen. Cool. Spider-Man-Angriff. Es vernichtet einfach die Gegner.
Wieder aufgeladenes Amulett. Was kannst du, Schönes? Stellt sofort LP wieder her. Ach, fortlaufend. Oh. Energiebalken feiert es da oben gerade ein bisschen. So, ich gehe trotzdem kurz an den Stargazer. Wir gehen gleich wieder da oben rein und gehen dann nach unten im Turm. Da werde ich ein paar mehr Heiltränke haben. Wenn wir uns mit dem Ofen anlegen. Was haben wir jetzt eigentlich abgelegt dafür? Die Entschlossenheitsding, ne? Ja. Ah, scheiß auf Lebensregeneration. Lebensregeneration ist eigentlich ganz nett. Ja, da hat mir jemand in den Rücken geschossen. Oh, es ist doof gelaufen. Ja, aber das bisschen, was es heilt, das rettet mir das Leben nicht. Das ist halt so, wenn ich durch die Gegend laufe, eigentlich an sich ganz praktisch. Also jetzt halt hier in diesen normalen Situationen wäre es ganz gut. Wenn man so von A nach B laufe. Ist nicht passiert, oder? Wie viele Heiltränke willst du verbrauchen? Ja! Sechs Heiltränke. Das Stückchen. Oh, ich dachte, ich kann ihn von hier oben dahin, aber ich bin genau in die Lücke gehüpft. Ich wollte ihn so auf den Kopf springen. Wir schalten ja mit der Zeit jetzt noch einen vierten Amulettlauf frei. Mm.
aus, aus, Feuer, aus! Euch das Ergo-Fragment. Wurfzelle, Sichelmond. Wurfzelle. Toll. Toll, und ich dachte, es gibt was Tolles hier. Und war nicht so. So, aber jetzt müssen wir nicht mehr in den Turm rein. Wir waren oben im Turm, wir waren unten im Turm. Wir haben das Mittelding abgesammelt. Oh. Falsch abgebogen. Wir sind weiter hoch. Die Türmchen, das. Die da. Sprache funktioniert nicht. So richtig toll. Das macht gar nichts. Oh Junge. Wir können hier bestimmt sagen, ey, dein Handschuh ist doof. Hab das im Griff. Ich habe immer noch nicht geguckt, wo das Softcap von den Fähigkeiten liegt. Verdammt. Hey, about my request last time. Did you give Ali Dodo the gloves? Phew. Even the Union's advancement test didn't make me this nervous. All right. I'm ready. Tell me the truth. Did the gloves make Ali Dodo happy? Wir sagen die Wahrheit. His fingers are fine? That can't be right. And no, I'm not being precious about my work. When the workshop tower collapsed, the Hound lost a finger saving me. Something to puzzle over. In any case, thanks for doing your part. You have a moment to talk about Ali Dodo? I know I sound obsessed, but when the workshop tower collapsed, he saved me. We could have starved to death trapped under the rubble. If it wasn't for Ali Dodo's sacrifice back then, I don't want to think about it. And yet I can't forget it. That's why it's so puzzling. It's not like his finger could grow back. Could you find out more about Ali Dodo for me? If I called it surveillance, would that be too cruel? In any case, we need to watch out. You be careful too. Ja, wir haben ausnahmsweise mal nicht gelogen. I know my way around a weapon. Das wird aber nicht zur Gewohnheit werden. Mal schauen. Oh, wir haben noch eine neue Schallplatte, glaube ich, gefunden. Ich habe vergessen, wo.
müssen den Song jetzt eh einmal durchlaufen lassen, damit sich was passiert. Schöner Soundtrack. Wir könnten bei der Nase sein und gucken, ob was passiert. Schaffe ich nicht mehr. Du spürst eine Wärme. No matter what fate brings, serving her is welcome to hotel. Okay, da gibt's nichts Neues. Oh, it's you. Come here. I've been in such a good mood all day. I have a feeling I'll be in better shape in no time. Oh, and you better not underestimate me just because I'm not as spry as I used to be. I know you and Polandina are up to something. Still, I haven't felt this happy in a while. Only kind people can give others this sort of happiness. I always treasure a day like today. Thank you. Sie scheint's besser zu gehen. People have no idea. Thanks for keeping me company. Anscheinend. No matter what fate serves, welcome to. Warten wir mal ab. Den Hundi sollen wir beobachten, was der so treibt an Frechdachskram. Vielleicht ist er ja ein böser Hund. Vielleicht ist er ja ein böser Hund. You're a worthy hunter. And it is. Arschlochofen da unten. Ja. Wir wissen nicht, ob er. Aber solange wir ihn nicht das Gegenteil wissen, ist er ein böser Hund. Boah, du bist doch wieder so ein Schornsteinfeger-Typ, oder? Ich krieg von allen aus dem Maul. Ach, du bist...
Was war ein Zitat? Oh, Puppen. Sind wieder lebhafter, ja. Weil wir sind jetzt auch ein kleines Stückchen weiter. Wir sind jetzt auf der Müllhalde oder Sumpf. Natürlich! Wir haben Raketenwerfer! Fuck you! Ach so, ja, das war ja... Oh, Cosmo. Ich will schon nicht. Ich hab da gar keinen Turn drauf. Durch den Sumpf werde ich nicht laufen, solange der Kanonen-Otto da rumballert. Hier gibt es noch einen ganzen Weg zu erkunden. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Dafür fühle ich mich gerade nicht bereit. Steht nämlich wieder so ein aggressiver Typ hinten rum. Scheint auch benutzen.
Klinge der Axt der lebenden Puppe. Das klingt wild. Als ob die aus Puppenteilen gebaut ist. Das müssen wir nachher uns mal genauer angucken. Das grüne Monster ist schlauer als man denkt. Es sammelt gerne Puppenkörper, aber zu welchem Zweck? Puppentheater? Schade, ich dachte, ich kann es benutzen. Müssen wir doch da unten lachen. So, ihr halben Kadaver, kommt ran. Ja, für solche Sachen ist halt dieses Heilungsamulett ganz gut, weil wir haben jetzt so ganz viel Zeit auch, da kann man sich gut hochheilen. So. Müssen uns da hinten mit dem nächsten Ekligen rumschlagen. Ich will ein Trippi. Spider-Man-Angriff rettet mir jetzt so auf den Arsch. Wieso leuchtet der rot? Ritterlütchen! Andi-Andi-Son. Nee, nicht ganz. Wenn, dann wäre ich Wolfson. Ein Stargazer! Was ist mit ihm hier los? Oh, ich kann mit ihm reden? Galaxis, Aloha! Wow! So they do exist. Other puppets like me not bound by the Grand Covenant. I thought I was forever alone. Without the Covenant, my kind hates me. Monsters, humans, puppets. They all hate me. Ach man, der Arme. But I want to be friends with humans. If I learn how to feel, would that be possible? If you tell me how, I'll return the favor. I want to learn how to feel. Oh, wir haben genickt. Hello, my only friend. What have you come to tell me?
Ich hoffe, es geht euch beiden gut und ihr hattet ein schönes, starkes Wochenende. Was geht? Ja, wir haben vorhin ein bisschen Enshrouded gespielt, so 3,5-4 Stunden. Sehr cooles Game. Und jetzt sollte Lies of Pi weiter krepieren. Ich bin heute besonders schlecht. Daher wird spannend. Nee, Affiliate-Status verliert man nicht. Klatschen lehren. Clapping is the mimicry of a joyful heart. It's good to feel alive. Thanks. Hello, my only friend. What have you come to tell? Power. I see now how scary losing someone can be. I may not be able to cry, but I hope I can comfort others now. Thank you. That is... Okay. Interessant. Hello, my only friend. Ich komme wieder. Okay, wir können ihm Gesten beibringen. Was ist das, so ein großer, ja. Das hier auf dem Fußboden ist Säure, oder? Nee, nicht so richtig. Ich hab nichts, was mich vor... Müsste doch Säure sein. Ja, für Twitch ist halt jeder Affiliate halt einfach auch, wenn da was passiert. Och nö. Potenzielle Kanal, der Geld verdienen kann, ohne dass die irgendwas machen müssen. Mods. Subscribe ist Prime. Dankeschön. Ah. Und danke für den Follow. Lol. Lol. Alter, die Rakete. Dank und Hallöchen. Ihr seid nicht ein und dasselbe, Fried. Ihr seid unterschiedliche. Ich bin am lila Schmetterling vorbeigelaufen. Ja, ich habe eh gerade ganz andere Probleme. Den Kollegen da oben im Kanal. Ah, und ich habe ihr Kollege nicht angemacht. Jiminy schläft noch. Ist irgendwie da hoch. Den Kanonenjungen loswerden. Bist du auch okay? Wäre sonst lustig gewesen. Ah, der Affiliate kann alles mit einem so verbunden. Dankeschön. Oh, neue Sachen im Shop.
Okay, von hier kommen wir nicht hoch. Brookwood, ja. Die Bewertungen sollen aber nicht so gut gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Also die Großen zu bekämpfen ist eigentlich nicht das Problem, aber wir müssen doch hoch mit diesem... Alter! Er kann einfach straight runterschießen. Ja, hier ist auch ein Schmetterling irgendwo. Hey, hey! Mach mal bitte das Tor auf! Please! Open the door! Ignoriert mich. Willst du eine neue Kamera? Ja, musst du einmal in Google eingeben oder einmal laut neben deinem Smartphone sagen und auf einmal ist überall die Werbung. Was wird's jetzt findet? Was soll's werden? Ich hoffe, ich kann die Tage die Insta360 mal draußen ausprobieren. Ich habe die gestern schon an meinen Helm montiert. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Aber den nächsten Tag ist es erstmal wettervoll für den Arsch. Ich hoffe, das ist der Weg zum Turm hoch. Sie haben den Posten übernommen. Vorsicht vor dem Felsen beim Betreten der Schlucht. Oh Gott. Das ist alles so unentspannt hier. Scheiß Raketenmänner da oben. Ist nur einer, aber trotzdem. Alter! War das zielsuchend das Ding diesmal? Hallo? Bin ich denn hier gelandet? Experimentbericht des Ordens, Versuchsobjekt 890. Der erfolgreichste Fall, des Prototypen-Elixier-Injektionsversuch. Drei Patienten, die an der Versteinerungskrankheit litten und gleichzeitig die Elixier-Injektion erhielten, starben. Noch bis zu ihrem Tod bekamen die schmerzhafte Nekrosen und Hautrisse, Krampfanfälle, mit Zuckungen sowie kristalline Metastasen am ganzen Körper. Schließlich wurden sie zu Mutationen, die als Kadaver bezeichnet wurden. Ah, die erste Medizin hat nicht so richtig gut funktioniert. Hat quasi Zombies gezüchtet. Super. Nummer 890 war in der Lage, die Nebenwirkungen der Neutralisierung zu unterdrücken und ist bisher 56 Stunden lang stabil geblieben. Abgesehen von der dissoziativen Amnesie, den Krampfanfällen, aggressiven Treiben und Halluzinationen, die man bei typischen Opfern der Versteinerungskrankheit findet. Persönliche Meinung, ich habe bestätigt, dass der Vorschlag des Ordens, einen Stalker mit infizierten körperlichen Fähigkeiten als Probe zu nehmen, sehr effektiv ist. Die Probe vom Probanden Nummer 890 wird voraussichtlich im nächsten Schritt bei der Entwicklung des Elixiers helfen. Man geht davon aus, dass Schwester Adriana, welche die nächste Taufe empfangen wird, die Wünsche des Ordens erfüllen kann. Wach auf, entwickle dich, steige auf. Wir, die Wiedergeborenen, werden uns auf die Geburt Gottes vorbereiten. Okay. Ja, die Nebenwirkungen sind entspannt, Tatsache, finde ich auch. Die Amnesie, die Krampfanfälle, aggressives Treiben und Halluzinationen, hey. Entweder das oder tot. Also ich kann diese Großen besiegen, aber nicht, wenn ihr die ganze Zeit immer mit einer riesigen Rakete auf mich schießt. Eule? Er will sich doch auch mit mir fetzen, oder? Ah, this must be quite an urgent patient to seek out my humble abode. You are still breathing. I must treat you quickly.
Grant cannot have any more live patients. Trust me, it's better this way. Tis far nobler to die as a human. And if you're not alive, then you must be dead. That's just logic. Verbrenn einfach, Kollege. Remember now. My Adelina. Ich benutze dich dann mal wieder, Ank. Ja. Benutz mich. Hallo, ich bin's. Peter Dr. Doyle. Schon mal laufende Eulen gesehen, ist super. Was war mit Adelina? Die kannten sich oder so. Ich bin Nummer 890. Name kostbar vergessen. Oh. Nee, so machen Eulen nicht, ne? Jetzt zu seiner Adelina geschickt. Ich dachte, er ist der rastet riesig aus wie die anderen, die wir immer getroffen haben. Wer hat den Baum kaputt gemacht? Ja. Ach, von hier bin ich gekommen, okay. Fuck. Ich kann die Puppe der Zukunft erst besiegen, wenn er nicht mehr auf mich schießt. An Adelina wurde doch der Brief des ersten Rätsels geschrieben. Oh! Mit an der... Stimmt, und da gibt es noch dieses andere Haus, wo ich noch nicht reingekommen bin. Der kann eigentlich nichts. Lief nicht so gut für mich. Macht das vielleicht Sinn, den Kanonenmann die Kisten kaputt schießen zu lassen? Nein, würde ich nicht mehr. Ob ich nicht, weiß ich nicht. Schwierig. Also, das kannst du mir schon vorstellen. Ich glaube, du rage nicht so.
Kannst du mir schon vorstellen. Kann sein, dass du sehr verzweifelt. Aus Trauer kann ich mir vorstellen, dass du ihn zerkaust. Dass du dann so auf dem Boden liegst und einen Controller in der Hand und drauf rumkaust. Und ich habe irgendwo mal so ein House of Vanini, irgendein Remix gehört. Ich finde dieses Video nicht wieder. Vielleicht ist es auch nur in meinem Träumen gewesen. Ich habe es auf keiner Social Media Plattform gestern gefunden. Master Vanini's Collection Box. You are indeed full of surprises, sir. Patrons of prestige can always count on seeing a bit more than the average customer. I am talking about you, sir. Shall we pay a visit to the House of Vanini's private reserve? Ich kann das. House of Vanini, even price. Als ob ich kann das doch nicht. Ich weiß nicht, wie Musik funktioniert. Erhöht kritische Trefferrate. Überwältigen Angriff der Waffe, okay. Erhöht die maximale Menge an LP, Ausdauer und Legion. Fortschritt 4 erhöht den Schaden, der an Kadavern zugefügt wird. Oh, und noch eine Waffe. Es sieht aus wie ein Schraubendreher. Pistolensteinbohrer. Musik. Habe ich Tatsache nie irgendwas versucht mal zu machen. Kannst du mir Musiktheorie beibringen? Ui. Das Ding rockt natürlich alles gerade. Aber ich glaube, der Stream möchte nicht, dass ich Musik mache. Meine musikalischen Singkünste sind schon qual genug. Frank, ist das Wetter bei dir ruhig? Nein. Überhaupt nicht. Also es ist ein kleines Windchen weht hier. So eine laue Brise. Muss mal Fred fragen, der ist näher dran. Ich darf links. Ness geht gleich in Raid. Okay. Noch mit Hilfe von Raketen einfach fertig machen. Er hat einfach durchgeschossen.
funny. TwitchCon EU, oh, wo sind die denn? Also nächstes Jahr, ich wollte dies Jahr auch, aber das war in Frankreich und alles. So hübsch, wann ist die? Weiß ich noch gar nicht. Gibt's den Termin schon den nächsten für die nächste TwitchCon EU? Das letzte Mal war ja Paris. Gar nicht geguckt. Sehr. Er ist gerade ein bisschen zu nah dran. Amsterdam war schon. Da war ich sogar. Nicht von Amsterdam war ich, ja. Das war ziemlich funny. Lassen wir uns weiter, ja. Ich glaube jetzt zeitnah ist ja die Twitch von Los Angeles. Und davor war ja in Berlin, da war ich auch. Berlin ist ja easy. Weit weg, die wohnt in Reno. Ich glaube ich auch nur 6 oder 8 Stunden Fahrt. Schon abziehen, finde ich. Das klappt schon. Aber Polaris findet, den Termin gab es ja schon, der findet ja zeitgleich zur Fotopia statt. Quasi nebenan. Was ist denn jetzt hier los? Das Haus ist wütend auf dem Fußboden. Schön, wie ich dann so irgendwie eingekeilt habe, dass er an dem kleinen Mann dann nicht vorbeikommt. Ja, Fotopia und Polaris sind diesmal zum selben Zeitraum. Definitiv kann man beides mal, also man muss nicht alle 3 Tage, wenn man nicht auch mal einen Tag auf die Fotopia rüber gehen. Aua. Ich heile mich mal lieber. Komm, den finalen Schlag mache ich jetzt. Ich bin so ein Krieger. Wahnsinn. Die Fotopia ist ja glaube ich in den A-Hallen, wo diesmal die Polaris war, und die Polaris ist ja gegenüber in den B-Hallen. Hier sind auch sehr viele Schmetterlinge, muss man sagen.
ein Arsch. Aua. Tatsache wieder getroffen? Es ist so eine Arschloch-Taktik. Wenn er auch nochmal einen Quarz droppt, dann hat sich das absolut gelohnt. Dein Internet mag das Wetter nicht. Boah, ich habe wieder nicht aufgepasst. Weg. Ja, auch wieder ein Quad, was ist gelohnt. Sehr schön. Okay, aber da waren noch ganz viele Schmetterlinge auf dem Feld. Okay, hier irgendwo. So, wo bist du, Schmetterling?